Einen wunderschönen guten Tag da draußen und auch da drinnen. Hoppla. Stehe ich wieder da, habe ich beim letzten Mal wahrscheinlich wieder geschwätzt, gell? Und dann gehe ich mir hier hoch und schwätz. Weil ich Schwätzbär bin, weil ich Schwätzbär bin. Deswegen ist der ganze liebe lang Schwätze im Sinn. So. Was wir heute machen, das werde ich euch nicht erzählen. Warum sollte ich? Ich weiß es doch nicht, meine Damen und Herren. Boah, hola. Ich bin ein bisschen dreckig. Upsa. Okay, Entschuldigung. Ich bin ein bisschen müde. Zugegeben. Ich habe die letzten zwei Nächte ein wenig schlecht geschlafen. Ja. Dazu noch das ganze Weihnachtsgedönse. Ihr wisst ja, wie es ist. Ne? Jeder Mensch hat in seinem Leben das eine oder andere Weihnachtsgedöns. So ist es mal, meine Damen und Herren. So, wieder neue Steine zum Bauen. Es geht aufs Jahresende zu. Es ist jetzt bald vorbei mit der 23er Reihe. So, hier war der Eingang, genau. Was soll ich sagen? Reinkommen habe ich Wand. Okay, und hier komme ich rein und habe direkt Treppe. Okay. Ich bin aktuell immer noch ganz gut so dabei, würde ich mal behaupten. Mit allem, was ich so vorhabe, läuft alles so an sich ganz angemessen. Das könnte schon was werden, so. Das ist ein Stress, das ist eine Wand, aber. Da haben wir nichts. Jetzt so, zack. Und ach, da ist sowieso alles zu. So. Habt ihr schöne Weihnachten gehabt? War es schön entspannt? Bei mir eigentlich im Großen und Ganzen schon. War jetzt nicht übermäßig viel los. Gemütliches Beisammensitzen am 24. Soll ich auch am 25. nochmal kurz zum Mittag bei meinen Eltern, aber auch nur kurz. Dann muss die Koffer packen, die fahren nämlich in Urlaub. Und die ist gut. Ich hab das ja jobbedingt zeitlich nicht so mit Urlaub. Es wird mir sicherlich auch mal wieder Spaß machen, zwischen den Jahren einfach mal weg zu sein. Aber auch das wird sich mal wieder ergeben, mit Sicherheit. Ansonsten bin ich ja eigentlich zugegeben auch eher so der Sommermensch, was heißt, ich bin eigentlich gerne einfach im Sommer
im Urlaub. Hier ist dann offen, wie es aussieht schon. Hier ist schon Ende. Mal gucken, wie ich das auch da drüben gebaut habe. Da habe ich die flache Spitze drauf gemacht, ne? Die flache Spitze. So, genau da drauf muss ich jetzt. Genau da drauf habe ich die flache Spitze gemacht. Ja. Jetzt sitze ich hier quasi wie angekündigt am 25. Abend und mache nochmal hier mein Stündchen 7 Days Aufnahme. Ich bin eigentlich sackenmüde. Ich schätze mal, ich werde heute relativ frühzeitig schlafen. Schauen wir mal. Meine Rissa. Es geht schon los hier. Puh, ja. Schon müde. Meine Nebenhöhlen sind schon wieder so ein bisschen pissig. Schon wieder den ganzen Tag so ein bisschen am Motzen. Und diesmal bin ich jetzt einfach mal hingegangen im Vergleich zu den letzten Malen. Habe einfach gesagt, nee, komm. Das ist mir jetzt so nicht gefallen. Sehe ich nicht. Habe ich denn das da gemacht? Wenn ich so mache, dann brauche ich ja einen, der da drauf passt. Ich brauche einen, der das hier zumacht, hör mal. Und, ja. Ich muss nochmal drüben gucken. I'm sorry, I don't understand what I did there. Ja. Weil er das gerade die ganze Zeit mit einem sehr speziellen Nasenspray zu und das funktioniert in der Tat ganz gut. Er ist also tatsächlich wirklich, glaube ich, einfach ein Half-Block und unten drunter gehen dann die Schrägen. Hoppla. Krasser Scheiß. Ich tue ihm nochmal weh. Eines Tages bring ich den Kerl um. Ich weiß noch nicht, wie ich das mache, was ich da an diesem Spiel umprogrammieren muss, damit es funktioniert, aber ich bring ihn um. Dieses Gott, ey. Scheißtyp. Ganz im Ernst. Gar nichts mehr draufsetzen kann. Dann muss es so einen Teil geben. Ein Giebel mit Schniebel. Ein Giebel mit Schniebel. Ein Schniebel ist das, was du nicht hast. Plötzlich war es dunkel. Maybe I took this one. So. Ja, ich habe jetzt noch einen. Naja, eigentlich habe ich jetzt noch so eine ganze Ecke an frei wieder vor mir. Das kommt dann immer so ganz plötzlich. Man kämpft bis zum Schluss mit dem Weihnachtsgeschäft und macht und tut. Und dann ist irgendwie der 23. vorbei. Man geht so nach Hause mit so dem Gedanken: ja, okay, war es das jetzt? Und ja, in der Tat war es das dann. So, da kommt dann auch halt nichts mehr.
bleibt so, wie es ist. Jesus, Kackwetter. Jetzt sind wir so ein bisschen... Ich finde es immer so ein bisschen schwierig, muss ich gestehen. Also es ist irgendwie... Es ist jetzt nicht so, dass man sich so immens irgendwie so mega auf diese Weihnachts-Adventszeit freut oder so. Es hat viel Schönes. Mit Sicherheit. Es vermag zuweilen auch eine gewisse... Romantik zu versprühen. Je nachdem, hoppla. Aber, ja. Ich weiß nicht. Also dieses Jahr habe ich so ein paar Dinge gab es da irgendwie von meiner Seite aus schon, ne? Ich hatte ja meine besonderen Adventskalender, mit denen ich meinen Spaß hatte, über die und auf die ich mich so gefreut hatte. Dazu gibt es ja auf dem Weihnachtsmarkt in der Stadt, haben wir so einen Suppenstand. Das klingt an sich erstmal sehr einfach, aber die machen halt wirklich überragend leckere Suppen und das ist immer so schon irgendwie so ein Highlight dann auch im Jahr. Und na, irgendwie, auch wenn ich immer so ein bisschen ich tue mich immer schwer mit den Geschenken und ich habe immer so meine Schwierigkeiten, was zu finden oder die richtige Idee zu haben. Irgendwann von einem Moment auf den anderen kommt dann so der Punkt, da prasseln dann quasi die Ideen auf mich ein, wenn man so will. Und dann läuft das. Und dann freut man sich auch irgendwie so auf den Moment, da man diese Geschenke dann auch übergibt. So. Mittlerweile sind wir ja eigentlich alle irgendwo so an dem Punkt, dass wir uns weniger über das freuen, was wir kriegen, als über das, was wir selbst geben. Was sind wir alle selbstlos, ne, wahr? Ich muss direkt gleich aufhören. Ich sehe ja eigentlich ziemlich klaren Himmel, also. Und es war nicht der, sondern es war der. Und dann wieder der. So halt auch nicht, sondern so, genau. So, und das ist dann jetzt halt irgendwie so, das geht so über so einen Monat, Ende November, ganzen halben Dezember. Und dann kommt halt irgendwann so dieses Weihnachtsfest und zack ist dann auch der Weihnachtsmarkt rum mit dem Suppenstand und zack ist so dieses aufregende, spannende Weihnachtsgeschäft selbst zu Ende und ich glaube, ich habe hier neben dem Dings habe ich zugemacht hier, ne? Und, was hatte ich noch? Also so, ja. Die Adventskalender sind dann halt jetzt auch durch. Ich habe jetzt gerade eben, weil ich jetzt am 24. nicht daheim war, jetzt gerade eben von meinem schönen Whisky-Adventskalender meinen letzten Whisky getrunken. Der, das ist etwas, was mich ja jetzt auch
über 3 Wochen quasi begleitet hat und auch irgendwie schön war, ist jetzt halt dann auch weg. So, ist jetzt halt auch nicht mehr. Ah. So. So, achso, und da habe ich die Mauer weiter nach vorne gezogen. Wie weit von der Tür weg? Eigentlich nur ein Block, genau, und hab da dann komplett Treppe eingesetzt. Achso, wenn du schließt da halt an die Garage, fährt an, das ist halt hier nicht der Fall. So, haben wir das jetzt auch symmetrisch auf beiden Seiten, schon mal so ringsrum. Sehr schön. Das Ganze geht immer weiter zu. Wir müssen natürlich auch immer wieder noch Boden einsetzen. Da sehen wir ja hier, da muss halt überall auch wieder Boden rein. Ich weiß nicht, wie weit wir hier auch wieder Felder machen. Ich glaube, da kommt auf jeden Fall nochmal eine Reihe hin. 1, 2, 3. Da habe ich tatsächlich schon perfekt ausgehoben hier. Was bin ich für ein Schlingel? Das sieht so unförmig aus. Ach so, weil hier noch eine Reihe fehlt. Ja. Naja. Also es ist halt jetzt dann so von einem Schlag auf den anderen ist es dann immer alles weg. Oh, hier hätte ich sogar noch eine Tür gehabt. Wie schick. Wo kommst du her? Ist ja wohl hoffentlich nicht die Vorhut von was Schlimmerem, oder? Da ist nur ein Frank. Diese scheiß Hundearmee irgendwann kürzlich. Ah, das war ja belastend. So, die kannst du jetzt alle komplett mal nehmen. Und mal komplett alle durchhauen. Bist du beschäftigt. Wir werden auf jeden Fall auch gleich noch ein bisschen weiter wieder irgendwas rumlooten müssen. Wir brauchen halt immer noch Zeug. Es ist halt immer noch alles nicht so ernst so wie es scheinen sollte. So, wir haben jetzt alles an. Haben wir hier einen Stein hingesetzt? Das versteht mal einer. Hier gehört keiner hin. Dann stellen wir uns hier irgendwie verregend. So, jetzt können wir hier aber mal kurz. So. Haben. So. Ja, wo war ich? Ach so, genau. Also dieser ganze Kram, auf den man sich so gefreut hat, natürlich auch so irgendwie diese Geschenkübergabe, weil man will ja dann auch irgendwie, man hat dann doch was Tolles gefunden, wo man so denkt, ja, ey, voll die super Idee, bin gespannt, ob das gut ankommt und ob das gefällt und so. Und dann will man halt natürlich auch die Resonanz und
Ja, also diese Sachen und die auch so diese Vorfreude bringen und so sind eigentlich dann so mit einem Schlag, wenn der 24. endet, immer so zu Ende. So. Ich glaube, Mais und Kartoffeln ernte ich auch mal. Und wenn wir da einfach nur massenweise Wildbret-Eintopf machen, Hauptsache wir haben was zu essen, nur die Pilze lasse ich mal eben sein, weil da haben wir genug eingelagert. So, Gadoschgi, wir brauchen Saatfufe. Mais, wir brauchen Same 6. Und Heidelbeer, wir brauchen Same auch 6. So.